So, weiter geht's bei den Tschechen. Ich kann ja mal gucken. Zwischen 2. Oktober und 21. November. Schaffe ich nicht, ist mir eigentlich auch egal. Ich brauche immer ein bisschen länger. Lange, aber dafür taktisch. So, du bleibst da. Erstmal eine Flotte wieder. Okay, Luftüberlegenheit hier. Wollen wir erstmal die Spitze angreifen. Alles auf Prag bomben. So. Gut, fangen wir hier an. Nein, so. Ja, Angriff. Du unterstützt den da. Du greifst hier an. Und wirst von den hier unterstützt. Du greifst hier an. Wirst von dem unterstützt. So. Der Rest sammelt sich erstmal. Sieg, Sieg, Sieg. Sieg. Ja, dann kannst du auch hier mit hingehen. Ah, nee, das ist kürzer. Geh damit hin. Was? Bratislava? Okay, das werde ich nicht zulassen. Werde ich gleich eine Bresche reinschlagen. Während du hier hingehst, unterstützt du deinen Angriff. Du gehst hier hin und wirst von denen unterstützt. Ja, Bratislava, Sieg Tabor. Bruno. Hä? Da habe ich verloren? Ja gut, das ist nicht schlimm. So. Jetzt ist der Feind nämlich abgeschnitten. So, dann kann ich hier nämlich hier hin. Die können dann hier hin. Die können hier hin. Und die auch. Während die hier einfach mal versuchen, Kotnahora anzugreifen. Gewonnen. Sieg Pilsen. Kutnahora habe ich verloren. Okay, das ist auch nicht schlimm. Weil die jetzt direkt in Prag einmarschieren. Brauche ich denn alles? Ja, gut, alles. Könnt ihr dahin gehen? Sieg Cottbus. So, Angriff unterstützen. Und die beiden versuchen es nochmal hier oben. Ja, Bratislava. Angriff unterstützen. Angriff unterstützen. So, gehört das auch mir. Du kannst dann damit hin.
Die gehen alle auf Bratislava. Dann kann einer von denen schon mal hier hin. Angriff unterstützen. Ja, die Flieger können jetzt auch bleiben. Wow, das ging ja richtig schnell. Strategischer Sieg. In nur wenigen Wochen haben die deutschen Armeen die hervorragenden Positionen im Sudetenland überrannt und einen überragenden Sieg über die tschechischen Streitkräfte errungen. Die Konsequenzen eines derart schnellen und umfassenden Sieges reichen weit. Die Zerstückelung der Tschechoslowakei hat bereits begonnen und große Bereiche des tschechischen Territoriums werden annektiert. Und um Hitlers Wünschen nach einer unabhängigen Nation Folge zu leisten, wird die Slowakei als Bratislava proklamiert und fungiert somit effektiv als ein deutscher Marionettenstaat. Die Trompeten, die das Totenlied von Versailles spielen, konnten auch vernommen werden. Als die deutschen Armeen triumphierend in Prag einmarschieren und so das diplomatische Versagen sowohl Britanniens als auch Frankreichs aufzuzeigen, die der Teilung der Tschechoslowakei entgegnen sollten. Die Niederlage der Tschechoslowakei hat jetzt viele Entscheidungsträger in London und Paris davon überzeugt, dass ein bewaffneter Widerstand gegen Hitler wahnwitzig ist und diejenigen, die eine Beschwichtigungspolitik vorschlagen, können sich jetzt wieder stärker profitieren. Angesichts der auf einmal geteilten Nachbarn und der Übermacht der Deutschen ist es sehr wahrscheinlich, dass man Hitlers Forderungen in der Zukunft entsprechen wird. Ja, das habe ich ja gut hingekriegt. So, dann kann ich auch gleich mit dem nächsten oder mit der letzten Kampagne anfangen. Fall Gelb, Invasion Frankreichs. Die könnte ein bisschen kniffliger werden, aber müsste ich eigentlich auch schaffen. Für einen strategischen Sieg, Mai bis Juni habe ich Zeit. Ob ich das schaffe? Na, mal gucken. So. Was haben wir denn hier? See. Habe ich nichts. Auf Flugzeuge habe ich ganz viele. Na, dann greift ihr mal da an. Ihr geht auf Brüssel. So, ihr macht dann Luftüberlegenheit. Und hier auch. Um meine Bomber zu schützen. Ja, ihr könnt dann auf Brüssel Luftüberlegenheit machen. Der kann da wieder Bodenangriff. Und der auch ein Bodenangriff. Der macht das auf Luxemburg. Der auch. Und die hier. Fliegen hier rum. Okay, die kommen erstmal mit nach vorne. Die aus Essen können dahin und die aus Hannover dahin. Operationsziele. So. Unsere Pläne sind auf einen mutigen Kampf durch die Ardennen in Richtung Kanalküste ausgelegt, während Heeresgruppe A durch die Niederlande und Belgien vorwärts rückt. Idealerweise werden sie einen Großteil der alliierten Armee dort einkreisen. Erst nachdem dies vollbracht ist, sollten sie gegen Paris marschieren. Ich werde zuerst die Kanalküste einnehmen. Yo. Überfall auf Emmail. Die falsche Megagruppe Granit ist bereit, den Überfall auf die belgische Festung Emmail auszuführen. Ich mach einen Break, ich lese das gleich nochmal vor. Bis gleich, Leute.